Hallo zu einer neuen Folge Backstage. Heute, ich freue mich sehr, ist eigentlich zum dritten Mal schon da Mr. Me. Meine Liebe ist ein Fluss, niemals gleich, doch unbeständig. Doch immer überdauert sie uns und feiert Feste, wenn du glänzt. Mag kein Bild, wen sie begleitet, sie geht über alle Seiten. Meine Liebe ist frei, genau so möchte ich sein. Ich habe mir ohne zu zweifeln eine Illusion aufgebaut. Oh Jesus. Soll ich einfach losreden oder willst du dazu was fragen? Ich glaube, losreden weiß ich gerade nicht. Einfach losreden. Also welcher Song ist es erstmal? Das ist der Song Vision. Augen zu, da sind wir im VW-Bus nach Venedig. Mit qualmendem Motorkörper verschmelzen zum Monolink. Reiserucksack vollgepackt, einfach weg von normal. So haben wir funktioniert und lieben unsere Vision total im Fieber. Das ist ein Song, der sehr, sehr krass bedeutsam ist für mich auf jeden Fall. Der ist entstanden, als ich im Januar, ich war ja in so einem buddhistischen Kloster, weil ich habe auf unterschiedlichen Wegen so ein paar Leute kennengelernt und die haben mir davon erzählt und das fand ich ganz interessant. Ich guck's dann mal dahin. Und dann kam ich da irgendwie wieder und habe alles da geschrieben und es ging mir in dem Zeitraum nicht so richtig gut. Vorher war die Stimme Poetentour und ich bin in so Tourlöcher gefallen, mir ging es überhaupt nicht gut und das hat auch mit diesem Song zu tun gehabt und dann war ich im Studio und zwar mit dem Jens Schneider, mit dem ich das alles da geschrieben habe, liebe Grüße auch, und wir hatten dann alles da fertig und es war so noch so 3-4 Stunden Zeit, bis mein Zug ging. Und so, okay, gut. Und im Nachbarstudio war Lotte, auch liebe Grüße an Lotte. Und die kam ab und zu mal rum, irgendwie Raucherpause und sowas. Dann kam die mal irgendwie ab und zu rum, klopfte mal und so. Und wir kannten uns noch gar nicht. Und nach 5 Minuten war aber, ey, mega cool, super, super und so. Und sehr gut verstanden sofort. Und Jens schlug dann etwas vor, was bei mir immer ein bisschen recht schwierig ist eigentlich. Ach komm, wir haben noch ein paar Stunden Zeit, komm, lass doch mal zu dritt Mucke machen. Und mit mir ist immer schwierig, wenn ich jemanden nicht kenne, dann brauche ich immer echt so ein bisschen, vor allen Dingen dann zum Texten, zum Musik machen. Brauche ich immer sehr, um mich einzulassen, brauche ich immer sehr, um mich fallen zu lassen. Und während die beiden dann so anfingen, Musik zu machen, da gibt es auch dieses Sample, dieses da-da-da-da-da und sowas, bin ich eigentlich hinten auf der Couch immer mehr so in die Couch gerutscht, weil ich merkte, das, was die da vorne gerade machen, triggert mich gerade total und ich weiß gerade nicht, ob ich es schaffe, irgendwie ohne zu heulen noch nach Hause zu fahren. Und dann ist irgendwie Lotte kurz raus, Telefonat, und Jens, den ich nun schon bedeutend länger kenne, mit dem ich auch schon ganz viele Songs gemacht habe, habe ich dann so gedacht, ach komm, wenn ihr jetzt kurz telefoniert, kann ich ihn kurz mal einweisen, worum denn der Song geht und die ganze Geschichte und so weiter. Das war natürlich in 5 Minuten nicht zu bewerkstelligen. Lotte kam wieder rein und ich saß da und habe dann irgendwie kurz irgendwie so diese 3, 4, 5 Zeilen, die ich schon so hatte, irgendwie eingesungen. Und 30 Sekunden später war es dann auch um mich verloren und ich habe dann da irgendwie mega krass den Heulanfall bekommen, was ich wirklich auch noch, ich schreibe sonst Songs über Themen, wenn das Thema durchreflektiert ist, so, ne, so dachte ich, ja, Pustekuchen. Und dann war das aber ehrlich gesagt auch eine sehr schöne Erfahrung, weil so nackt gibt man sich ja dann auch selten vor fremden oder halbfremden Menschen oder so. Selbst wenn es in einem künstlerischen Kontext ist, weiß man ja nicht, wie ist die, was macht diese Person damit jetzt? Habe ich auch noch nie so erzählt, die Geschichte, deswegen wirklich liebe Grüße an die zwei. Ich habe mich gefragt, ist es die Fortsetzung von Rio? Also dazu muss man unsere Konzerte besuchen. Genau. Es ist jetzt kein Dreiteiler so richtig, aber Rio, Vision und Utopie haben schon den gleichen Erzählstrang und schon auch, glaube ich, so die gleiche übergeordnete Frage. Vision ist allein schon, ne, also Rio ist ja auf Zeit bleibt Zeit, Vision eben 2 Jahre später so, ist schon später geschrieben und dementsprechend weiter. Und genau, Utopie, genau, und Utopie ist eigentlich noch ein Stück weiter so quasi. Es ist so ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunftsblick. Micha, wir brauchen dich nackt, klemm den Penis zwischen die Beine. Pimmel hat er gesagt, nicht Penis. Yeah. Das ist die Geschichte zu diesem Cover. Wir haben da etwas nachgestellt, was ich bei einem Kunstprojekt erstmalig gemacht habe. Ich bin nach Hamburg gefahren, weil mich eine Künstlerin angeschrieben hat. Janine Platz heißt die. Und die hat mich angeschrieben, hey, ich habe deine Musik gehört, super toll. Und ich mache gerade so ein Projekt. Ich schreibe Künstlerinnen und Künstlern Texte von denen auf die Haut.
Ne? Also manchmal ist es übers Gesicht, über den Arm, all sowas. Genau, und die hat irgendwie gesagt, ey, es gibt diesen Song Nackt von dir und du hast da keine Haare, super, können wir das nicht machen und so. Und dann habe ich gesagt, klar, können wir machen, ich habe total Bock, fand das total spannend. Aber der Song ist ein bisschen alt und keine Haare, jetzt auch schon 5-mal irgendwie durchgemacht. Aber also ich bin für dein Projekt gerne Projektionsfläche, aber ich kann dir auch ein paar neue Sachen schicken. Und dann habe ich neue Sachen geschickt und da hatten wir gerade Pink und Blau fertig. Nichts ist verloren, nur das, was war. Also graben wir, reden wir, glauben wir. Und dann hat sie irgendwie den Song gehört und war so, ja, super, super cool. Und dann bin ich da hingekommen und dann haben wir beide uns so ein bisschen, glaube ich, gewunden drumherum, an welche Körperstelle kommt es denn jetzt? Und sie war so ein bisschen, ja, also wir können ja überall. Und ich war so ein bisschen, ja, also ich bin ja immer in den Dienst der Kunst und so. Und da war ein Fotograf bei und der hat das Ganze dokumentiert und der stellte sich später raus, irgendwie auch so BDSM-Partys und schon überall fotografiert. Und der kam dann irgendwie dazwischen und sagte, Micha, also wir brauchen dich nackt und den Pimmel klemmst du dir zwischen die Beine. Ich bin dann so 2-3 Stunden bemalt worden. Das war so der lange Teil. Natürlich am Anfang machst du Sprüche und Witze und hihihi. Vor allen Dingen habe ich reagiert mit, oh Gott, jetzt, heute habt ihr Schnaps. Und dann haben wir irgendwie ein paar Bierchen getrunken und dann haben wir das gemacht. Im Nachhinein, als dann der Albumtitel stand, war total klar, ey, wir müssen das reproduzieren, nackt, auf Null setzen, reduzieren, so, ne, so sein Innerstes, eine Außenkern, all diese Geschichten so, spiegeln sich ja total in diesem Foto. Und dann haben wir gesagt, cool, wir machen das nochmal. Das Foto letztendlich hat dann Chris Woy geschossen. Auch liebe Grüße. Es gibt schon viel zu viel Tradition. Das ist nichts hinterfragen, weil das machen wir doch immer schon so. Wozu, wozu? Alles auf Reduktion. Nur was notwendig ist, wird nicht verschont. Hau den Lukas auf Konvention. Noah sitzt im hohen Zeugen Jehovas Vision. Alles. Worum geht's denn in Null? Am besten erzählt sich's, glaube ich, wenn ich erzähle, wie der entstanden ist. Ich habe den mit mehreren Leuten geschrieben, aber vor allen Dingen begonnen habe ich ihn mit Francesco Wilking. Liebe Grüße, höchste Eisenbahn. Und wir haben uns eigentlich auf einen Kaffee getroffen und haben wir gequatscht. Und wir hatten irgendwie auch so ein bisschen zum Ziel, mal ein bisschen Mucke zu machen. Und dann erzählte er, dass er irgendwie nach Brasilien muss, nach, weiß ich gar nicht mehr wohin, für so ein Sprachmusik-Workshop-Ding, glaube ich, wenn ich nichts Falsches erzähle. Und dann kamen wir irgendwie, ah, kannst du die Sprache, kannst du nicht und so. Und dann habe ich erzählt, ich war in Brasilien und da und cool. Und dann kamen wir so irgendwie aufs Reisen und dann kamen wir so irgendwie auf, dass Sprache, eigentlich ist das alles völlig egal, weil irgendwie klappt's immer. Wenn man mit einem offenen Herzen durch die Welt geht, klappt's immer. Deine Seifenblase platzt auf, deine Ängste auch. Du bist im freien Flug, doch jemand kommt und fängt dich auf. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen gejammt, und aber eigentlich so fremd getextet. Jeder hat so eine halbe Stunde lang für sich getextet. Und ich hatte dann immer diese Zeilen, ich hatte ganz, ganz viele, irgendwann hatte ich so ganz viele, wir brauchen nicht viel Sätze. Ja. So, also dann auch später, als ich so weiter getextet habe. Und Francesco hatte dieses, stell dir vor, du wachst auf und da ist nichts mehr. Und da hat sich so ein bisschen dann dieser Gedanke verankert, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass sich so politische Diskussionen, die so viel mit Menschenwürde zu tun haben, sich immer im Klein-Klein verlieren. Immer in der Angst, dass mir was weggenommen wird und sowas, ne? Und wenn man so einen großen Nenner findet, also so erstmal alles auf Null reduziert, erstmal sagt irgendwie, ich Mensch, du Mensch, okay, so da einigen wir uns. Menschen leben zum Beispiel so, wisst ihr, siehe Frontex Mittelmeer und so weiter und so fort. Alter, das darf überhaupt noch nicht zur Diskussion stehen. Und da kam so ein bisschen der Gedanke, was sollten wir vielleicht mal alles auf Null reduzieren? Geschlechterdiskussionen, so, wofür brauchen wir es denn? Also ja, biologisch, okay, da sieht man was und da sieht man was anderes. Aber Fähigkeiten und Potenzial unterscheidet uns ja nicht. Können ja alles gleich, so. Also wo können wir uns einfach mal so reduzieren und dann quasi einfach mal wieder von da neu denken und nicht von dem, dass Thomas denkt, jetzt wird mir irgendwie der Funktionärsjob weggenommen, weil da irgendwie Britta auch mal irgendwie, so, weißt du, so. Also die Dinge mal irgendwie auf Null reduzieren, das kam dann daher. Sprache, jede Integrationsdebatte wird irgendwie gebremst von, die müssen aber die Sprache, die müssen aber. Ja, kann ein Tool sein, aber ey, ich kann auch irgendwie mit einem offenen Herzen irgendwie Leute mal irgendwie fragen und notfalls auch mit den Händen irgendwie Antworten geben, wenn mich jemand fragt. Null hat ganz viel dieses so. Und ist eigentlich auch so ein bisschen, na gut, alles da hat auch so Gesellschaftskram drin. Aber eigentlich ist das so der einzige Song, finde ich auch, dass er so volle Kante Gesellschaft irgendwie einbezieht. Sonst sind die eigentlich immer eher so ich und dann, was finde ich in mir und wo finde ich dann eine Parallele in der Gesellschaft, sodass es Überschneidungen gibt. Reset, reset, alles geht auf, alles geht auf. Und alles geht auf Null. Jeder Song hat ein Bild. Das hat was zu deinem Layout zu tun quasi. Hier sieht man es auch nochmal. Auch als Vinyl erhältlich. Das ist jetzt so voll die Verkaufssendung. Bitte. Auch als Vinyl. Nee, aber bei der Vinyl sieht man einfach das nochmal im Booklet oder in dem Vinyl-Booklet alle Songs mit allen Bildern. Ne? Mhm. Und hier sieht man nur 5.
Da sieht man nur 5? Nein, nee. Ach so. Da sieht man nochmal 5. Da sieht man doch alle. Wer hat das gemacht? Roland Brückner ist der liebe, gute Typ. Ich hatte das eigentlich vor, schon von vornherein, jeder Song soll so ein Symbol bekommen. Und dann habe ich den Roland kennengelernt. Roland hat so eine Kommunikationsagentur, die machen so Grafiken. Und da haben wir immer darüber gesprochen, ob die so das Album machen, ob die das ganze Artwork machen. Haben sie dann letztendlich nicht, hat die liebe Tamara gemacht. Tamara, vielen, vielen lieben Dank, es ist sehr, sehr toll geworden. Und Roland ist aber jemand, der auch so, ne, der so als Künstler aktiv so nebenbei immer so. Und dann erzählte ich ihm so von dem Konzept, was ich mir so vorstelle. Und er war so ein bisschen auch angefixt von den Songs und meinte so, ja, du, also ich hätte, glaube ich, Bock, da diese Illustration zu machen, wenn du mich denn da künstlerisch so ein bisschen, wenn du mir so ein bisschen freie Hand lässt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, klar, ey, klar, mach doch mal einfach mal ein, zwei und dann gucken wir mal. Und dann fand ich die so schön. Die erste, die er gemacht hat, war zu Grace. Und ist tatsächlich auch, ey, das ist meine Lieblingsskizze. Ich finde die so unglaublich toll. Ich denke, es ist gut, sich zu öffnen, auch wenn die Angst den Schlüssel hält. Den Schlüssel hält, ja. Kannst du nicht mal richtig vorlesen. Ja. Aber ich finde den schön. Schöne Zeile. Und um den Song, Mensch heißt der Song, ranken sich diverse Geschichten. Also da gibt es wirklich diverse Blickwinkel, von denen man den Song sehen kann. Und zwar gibt es einmal die Perspektive, die hat so eine Parallele zu dem Film Good Will Hunting. Und da gibt es diese Szene, wo Robin Williams, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, aber ne, dieser Psychologe zu Will Hunting irgendwie sagt in diese Schlüsselszene, du kannst nichts dafür, du kannst nichts dafür. Und der bricht auf einmal total, ne, und lässt sich zu und fängt an übelst zu heulen und nimmt ab diese Session, also für die Zuschauer, der ist da in so einer Therapie-Session so. Und ab dem Moment ist er gebrochen und fängt an, Verantwortung zu übernehmen für das, was er ist und vergibt auch seine Vergangenheit so, wo er eben auch wirklich bedingt was dafür kann oder vielleicht, wie er sagt, nichts. Und ich hatte mal so einen Moment, wo mir jemand gesagt hat, du bist gut. Und genau wie in dem Film habe ich das so, ja, was willst du denn? Ja, okay. Und, ne, und Will Hunting sagt in dem Film ja auch immer, was willst du jetzt von mir? Wie, ich kann nichts dafür. Ja, weiß ich. Ja, und jetzt? Nee, du kannst nichts dafür. Und er sagt, ja, und jetzt? Was willst du denn so? Ne? Ob du meilenweit bist oder nah, wird sich mich in mir verlieren. Du hast mir beigebracht, da ist ein Licht. Den Song habe ich nämlich auch mit Jens dann geschrieben, war ich in Mannheim bei Jens. Und wir haben diesen Song angefangen, basierend auf diesen Zeilen, die ich da. Wir haben so rumgeguckt. So, was hast du gerade so? Und dann habe ich irgendwie meine ganzen Textnotizen so geguckt und so, ey, darüber wollte ich mal was machen, so unbedingt. Und habe ihm diese Geschichte erzählt. Und jetzt kommt diese zweite Komponente, jetzt wird es wieder auch interessant. Das war die Zeit, als ungefähr vor einem Jahr und ein paar Monaten in Chemnitz diese Hetzjagden stattgefunden haben. So. Und dann war der im Prinzip fertig aus dieser einen Perspektive. Und ich bin zwischendurch, das mache ich immer, wenn ich so texte und im Studio sitze, dann mache ich immer so 10 Minuten Blaupause und scroll so meine Facebook-Timeline durch. Also so ein No-Brainer irgendwas. Und es waren ganz, ganz viele Textzitate zu finden, die so mit Mitmenschentum zu tun hatten, weil eben da diese Hetzjagden stattgefunden haben. Und eine war davon, und ich brauchte noch irgendwie so 3 Zeilen für diesen C-Teil, eine davon war ein Zitat aus Tonsteine Scherben, Mein Name ist Mensch, heißt der Song. Und ich war so, ach, da guckst du jetzt mal rein, vielleicht triggert dich da was, inspiriert dich da irgendwas? Und dann gab es da diese 3 Zeilen, ich lebe von Licht, ich lebe von Liebe, ich lebe von Luft, nee, ich lebe von Licht, ich lebe von Licht, ich lebe von Luft, ich lebe von Liebe, ich lebe von Brot, genau. Und dann war das so, ja, da ist ein Mensch, der in dir wohnt. Und die Zeile gab es ja vorher schon, da war so, okay, Brot wohnt, das kann man schon machen. Und dann war das so, okay, mega. Und wir haben tatsächlich dann auch den Verlag angeschrieben und die haben gesagt, ja, cool, das könnt ihr benutzen. Stimme Poetentour. Ja, da gibt's. Das war deine Akustiktour. Das war die Akustiktour und die bisher erfolgreichste Tour und die intensivste, aber konzertärmste Tour. Wir haben so 6, 7 Shows gespielt, aber es war so unfassbar anstrengend, aber so positiv anstrengend. Auch mit Cello. Mit Cello, total toll, Rabea, liebe Grüße. Und der Grund, warum ich mit vollem Vertrauen gesagt habe, ich brauche kein Label für die nächste Platte. Also wir haben ja mit Plattenfirmen auch gequatscht und so weiter und vielleicht ist das auch beim nächsten dann auch wieder ein Thema und spannend. Aber in dem Zeitraum war ich total so, ey, wir haben da gerade
diese Leute und es ist alles so unglaublich gut. Das wäre total fatal, wenn man darauf jetzt nicht setzt. So, ne? Also lass uns das doch weiterziehen. So, die Stimme Poetentour war genauso. Es war so, ja gut, wir gucken mal, ob jetzt Leute ein Ticket kaufen für etwas, wo sie überhaupt nicht wissen, was da passiert. Akustisch runtergebrochen, wie soll das werden? Und die Leute haben trotzdem Tickets gekauft. Und das war so dieses, okay, was kann so ein Vertrauensvorschuss machen? So, ne? Weil der auch ganz viel, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich das Album jetzt so machen konnte. Ja. Wie ich es gemacht habe. So. Ja, Crowdfunding. Achso, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Mit Crowdfunding. Ja. Na, und vor allen Dingen auch die Texte und die Themen und so weiter. Dass ich irgendwie auch Mut gefasst habe, Texte zu thematisieren oder Blickwinkel zu thematisieren, die ich zwar im Privaten total fahre, also so diese politische Komponente, dieses gesellschaftliche Wandel und so, die ich aber jetzt sonst in der Musik habe bisher nicht stattfinden lassen. Und da waren auf der Stunde Poetentour mega viele Leute, die gesagt haben, ey, wir finden das cool, was ihr macht. So, weil ihr coole Typen seid, weil wir daran glauben, dass ihr das irgendwie, dass ihr da mit Herzen dabei seid. Und dann ist nicht zweitrangig jetzt vielleicht, was dabei für Musik rauskommt, aber wir haben ein gewisses Grundvertrauen, dass ihr tolle Menschen seid. Gibt es bald wieder eine stumme Poetentour? Also wird es die nochmal geben? Mal sehen, mal sehen. Ich habe total Bock. Wir müssen einfach mal jetzt gucken, wieso das nächste Jahr so ist und wie die Tour jetzt ist und wann man dann mal wieder so Termine macht, weil ich habe auch Bock nach der Tour jetzt mal so ein paar so Wohnzimmerkonzerte oder irgendwie sowas zu machen. Irgendwie mal sowas, was aus so diesem Club-Kontext raus ist. Ich habe einen Song über eine Scrubs-Episode. Ja, geil. Das finde ich so eine geile Schlussfrage. Es gibt eine Scrubs-Episode, ich weiß es immer nicht. Staffel 5, Folge 15 oder Staffel 5, Folge 5. Ich weiß es nicht. Und da ist die Schwester von Dr. Cox zu Besuch. Und der Sohn, der erste Sohn von Dr. Cox, der soll getauft werden. Und die Schwester ist so ein Jesus-Freak. Und er hat da gar keinen Bock drauf. Auf den ganzen Jesus-Quatsch. Und dann kommt er auch nicht. Und am Ende kommt er aber dann doch und steht hinten in der Kirche mit Football-T-Shirt und Bier in der Hand und sagt Prost und so. Und es gibt da aber eine Schlussszene und dann sagt er ihr, du, ich habe ganz lang überlegt, woran das liegt, dass ich keinen Bock habe, dich zu sehen. Und das Jesus-Ding ist das gar nicht, sondern all das, was wir als Kinder erlebt haben, du und ich, also ne, so die beiden, ich habe das voll verarbeitet. Ich bin voll drüber hinweg, mein ganzes Leben lang, meinen ganzen Alltag lang, bis ich dich sehe, dann nicht mehr. Und dann kommt das alles wieder hoch. Und genau so eine Person gibt es in meinem Leben und wo auch das Album ja so viel von Null und Raum, Liebe und so weiter und wie begegnen wir Menschen uns und so handelt, so ist dann da irgendwie auch ein Song drauf, der irgendwie davon handelt, dass ich das auf jeden Fall nicht immer schaffe, so wie ich es mir eigentlich vornehme, Menschen zu behandeln und zu begegnen. Ja. Vielleicht mal kurz für den Zuschauer, welcher Song ist es denn? Das ist, ach so, Geister ist das. Der Song Geister. Wie ein zweites Jahr. Du bringst all die Geister mit. Oh. In deinem Blick lese ich die Zeit, wie sie uns verändert hat. Du willst zwar Gutes, aber weißt du, was das heißt? Alte Bilder ziehen vorbei, mit beiden Händen auf den neuen Streit im Nebenraum nicht hören. Weißt du noch, wie das war? Viel zu neidische Rivalen, in der Not verbunden, es ist alles wieder da. Alles, was du bist, erinnert mich. Erinnert mich an mich, denn du rufst immer wieder an, triffst mich da, wo es weh tut. Viel zu vieles uns passiert, hat nicht immer funktioniert, aber Not stand über Hochmut. Ich hab gesehen, wie du gibst und dass dir was gefehlt hat. Ich stand dir neben dir, hab's versucht, es wegzusperren, doch du zerrst es wieder her. Und auch dieses Mal könnt ihr wieder was gewinnen, und zwar das neue aktuelle Album, Das Ende vom Hass von Mr. Me. Und Mr. Me ist auf Tour und da verlosen wir einmal zwei Gästelistenplätze. Dazu müsst ihr nur auf unsere Facebook-Seite gehen, dieses Video teilen und bitte öffentlich teilen, damit wir auch schauen können, wer es geteilt hat. Und in die Kommentare schreiben Mr. Me und CD oder Tour und die Stadt, wo ihr gerne hingehen möchtet. Ansonsten kommen jetzt hier die Tourdaten und dann wisst ihr auch, wo ihr hingehen möchtet, wollte ich sagen. Super. Geil. Danke. Danke auch. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Ansonsten schaut euch gerne andere Videos an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.